Ja, mach da doch ruhig eine Serie drüber. Das sind so die besten Bücher, die ich je gelesen habe, die mir enorm weitergeholfen haben. Kannst ja so schneiden und über verschiedene Tage jetzt rausbringen. Das hier gehört zum Beispiel, das hier sehe ich jetzt mal als ein Buch, beziehungsweise ein Themenspektrum. Das ist nämlich das Themenspektrum Fokus. Fokus auf die wichtigsten Dinge. Angefangen hat natürlich jeder kluge Mensch mit Stephen Covey. Stephen Covey hat ja oder ist ja der Papst gewesen, wenn es so um Zeitmanagement und Prioritätensetzung und so weiter geht, ne? Da ist es natürlich hier die sieben Wege zur Effektivität. Ich finde es allerdings auch gut, dass Gabal hier so eine Zusammenfassung seiner besten Weisheiten mal rausgebracht hat. Seine Weisheiten und Prinzipien heißt das Buch. Und analog eben dann dazu hier The One Thing und The Power of Focus von Jack Canfield und Co. Und ich glaube, ich habe es in der Reihenfolge gelesen, Stephen Covey kam zuerst, dann The Power of Focus und dann The One Thing. Hatte ich erst auf Englisch und dann kam es auch nochmal bei Redline in Deutsch raus. Jedenfalls geht es ja vor allen Dingen darum, festzustellen, was ist meine wichtigste Aufgabe? Das heißt, all die Aufgaben, die wir so haben, da fühlen sich viele dringend an, sind aber eigentlich nicht wichtig. Und Stephen Covey hilft uns ja dann dabei, herauszufinden, was ist denn wichtig, langfristig gesehen, für meinen Lebenserfolg. Wenn der Müll überquillt, dann ist das natürlich dringend, weil das Ding quillt über. Wenn man jetzt allerdings eine gleichzeitige Aufgabe hat, die wichtig ist, also die einen wirklich entscheidenden Einfluss auf meine Zukunft hat, ja, also es gibt tausend Beispiele, die man dafür nennen könnte, dann muss man eben abwägen, okay, wie ist jetzt die Reihenfolge meiner Prioritäten? Ja, Müll quillt über, stinkt, sieht blöd aus, ist Mist, aber habe ich vielleicht gerade irgendwie eine Deadline, die ganz entscheidend zu meinem beruflichen Erfolg dazu beiträgt, dann sollte ich lieber erstmal das fertig machen und kann, weil der Müll steht da später immer noch so, ne? Und hat keine wirklichen außergewöhnlichen Konsequenzen auf mein weiteres Leben. Und das sind eben so Sachen, Fokus fällt jedem schwer, mir, jedem anderen fällt Fokus auf die richtigen und wichtigen Dinge schwer. Ist ganz normal. Wir haben jeder Störfeuer während des Tages, WhatsApps, Anrufe, Leute, die etwas von uns wollen, Dinge, die irgendwie dringend erscheinen, aber vielleicht nicht wirklich wichtig sind, und so weiter und so fort. Und das ist ein ständiges 12 Stunden am Tag oder wie viel auch immer man wach ist, ständiges Abwägen von Dingen. Okay, haben sich jetzt vielleicht wieder die Prioritäten neu geordnet, neu sortiert? Und was muss ich jetzt als nächstes tun? Und das sagt uns eben hier The One Thing and Power of Focus, dass wir uns eben auf eine wichtige Sache zur Zeit, am besten auf die wichtigste Sache, konzentrieren müssen und sollen. Und leicht ist das nie, überhaupt nicht. Es ist wirklich teilweise wirklich richtig schwer zu entscheiden, was ist denn jetzt langfristig wichtiger, wenn da die Familie rumheult oder wenn jetzt der Beruf auf der Kippe steht, ne? Also was macht man jetzt zuerst? Das sind alles so Sachen, das ist ein ständiger Lernprozess. Deswegen helfen mir oder haben mir diese Bücher immer unglaublich weitergeholfen, den richtigen Fokus zu finden, was jetzt gerade entscheidend ist, was jetzt gerade wichtig ist.